alle noch da. Sogar in einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Was was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Das wäre nicht so gut. Ich muss aber erstmal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Ja, graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Vergammelter Joghurt. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Na, gute Idee. Katalyse. Ob's am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Ja, warum nicht? Ist es noch weit, Wedge? Nur noch ein Stückchen. Hier noch gucken. Von hier können wir Sektor 8 erreichen. Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir, Dusche. Dusche? Wer ist denn Dusche? Oh je. Ach, da stehen sie ja alle. Der Sprengsatz ist scharf. Köpfe einziehen! Hallo. Das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist halt verlassen. Los, weiter. Ah, die Jessie, unsere kleine Sprengexpertin. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Makoreaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind einsturzgefährdet. Es muss mit heranfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich. Nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen. Und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Okay.
Sorry für den kleinen Cut. Ich musste mal kurz eben auch pausieren. Wir nehmen die letzte Bahn aus Sektor 8. Auftakt. Wir treffen uns im Zug. Jetzt auch nur das Äther aus der Kiste. Okay, aufteilen. Hey. Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Mhm, okay. Ich krieg also noch kein Geld. Wow. Sieht das geil aus. Guckt euch das an. Klapp, klapp. Huh. Sowas hast du sicher schon gesehen, oder? Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat dir bezahlt? Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Jo, ich kann jetzt Materia einsetzen. Okay, dafür muss ich da oben rein. Aha. Ja, X drücken. Also mit Dreieck komme ich in die Materia-Abteilung quasi und dann mit X da die Slots kann ich aus. Ja, das ist auch wie früher Materia halt einsetzen, ne? So, jetzt habe ich die heilen Materia drin. Ja, und natürlich wird auch empfohlen, auszuprobieren. Verschiedene Zauber auszuprobieren. Man levelt die auch quasi, wenn man sie benutzt. Das sieht man da ganz rechts. Ja. Schön. Jetzt kann ich mich heilen. Per Zauber. Das Menü ist halt auch schön gemacht, ne? Setz sie ein, wenn's brenzlig wird. Und noch was. Das ist für deinen gelungenen Einstand bei uns. Viel Spaß damit, mein Held. Okay, da bis später. Ja, da rennt sie erstmal vor dem NPC da hinten. Sieht das scharf aus hier. Und das Coole ist jetzt, guck mal, Materia. Guck mal auf das Schwert. Man sieht jetzt beide Materia in den Slots. Ohne zu kommen, wir nicht davon doch nicht, oder? Ist halt auch wieder so ein mega schickes Detail, ne? Boah, Wahnsinn, ey. Also, tut mir jetzt schon leid, aber, ne? Ich will zurück nach unten. Ich guck mir jede Ecke an. Stark. Deswegen, ich saug das gerade auf wie ein Schwamm. Ne? Ich möchte doch gar nicht so viel reden jetzt wieder. Vor allem mit der Musik, ne? Ja, Shinra hat es halt echt schlau gelöst. Die haben das richtig schön noch hochgehen lassen und schieben uns das jetzt in die Schuhe. Wir haben zwar auch was dazu beigetragen, aber nicht in diesem Ausmaß. Cloud, selbst in der Firma ist alles zerstört. Hier, ich verstehe das. Nach oben habe ich gesagt. Ja, habe ich gesagt. Die können gleich. Nach oben kann das erleben. So mach. Ist doch egal. Was soll das werden, Cloud? Rauf auf den Schutz. Nach oben habe ich gesagt. So mal, hat die jetzt einen Sprung in der Platte oder was? Lass mich doch mal gucken.
Ja, ganz schön krassen Ton drauf. Was soll das werden, Cloud? Rauch auf den Schutt. Sag mal, Fräulein. Ey, jetzt komm mal klar. Hinter der Treppe ist ziemlich bröckelig. Pass auf, okay? Ja, gut. Jetzt fallen ja auch noch Trümmer runter. Was ist denn? Die Leute werden uns so hassen, ne? Da guckt er, ne? Macht dir das gar nichts aus? Muss mal gucken, ob hier nicht irgendwo auch was ist wieder. Ja, noch. Der Bahnhof steht noch. Ich habe nichts gesagt. Er ist wieder da. Das kann nicht sein. Wieso? Ach krass. Er ist wieder da. Oh, heftig. Was passiert hier? Träume ich? Ich würde sagen halb, ja, weil... Das da hinten sieht nicht aus wie Midgar. Nee, absolut nicht. Das ist nicht mehr Midgar. Das hier, ja. Das allerdings nicht, nein. Ist das jetzt so eine Art Wachtraum? Oder? Oh je. Was geht hier ab? Unmöglich. Du bist doch tot. So? Ich hab dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Wenn die Welt untergeht,
Dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg. Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Du sollst mich nicht vergessen. Mein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Ja, ob das jetzt wirklich ein Traum war, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt an zu viel Marco liegt. Heftig. Okay, das war halt im Original nicht so. Dass unser guter Freund Sephiroth jetzt schon auftaucht. Ja, ich nenne ihn Sephiroth. Und nicht so wie hier in dem neuen Teil jetzt Sephiroth oder wie was zu sagen. Irgendwie ganz komisch. Ich kenne ihn jahrelang unter Sephiroth und da bleibe ich auch bei. Punkt aus, fertig. Ja, heftig. Das haben sie krass geil gemacht. Also wenn das jetzt öfters im Spiel passiert, dann kann man sich ja echt mega drauf freuen, dass man den doch jetzt schon öfters zu Gesicht bekommt. Denn wir wissen, das Spiel spielt ja eigentlich nur bis Ende von Midgar und danach ist erstmal wieder Schicht. Und Sephiroth taucht eigentlich erst viel später auf. Was müssen das nur für Menschen sein? Das muss ein schlimmer Albtraum sein. Du willst zum Bahnhof? Hinter dieser Gasse soll es einen Weg geben, aber man muss wohl aufs Dach klettern. Leichter gesagt als getan. Von der Gasse dort hinten aus kommt man irgendwie zum Bahnhof. Aber der Weg ist gefährlich. Wir sollten lieber umkehren. Ja, jede Menge Hinweise, wo ich als nächstes hin soll. Meine Kinder sind am Bahnhof. Hier geht's nicht weiter. Nee, hier geht's absolut nicht weiter. Zum Bahnhof. Ich muss irgendwie zum Bahnhof. Erstmal tief durchatmen. Die Schnellstraße in Sektor 8 sowie die Gebiete darunter wurden zu Gefahrenzonen erklärt. Gefahrenzone. Oh, cool. Hier kann ich einfach so durchlaufen hier. Ist eine tolle Schranke. Sperre, was auch immer. Ja, ich reiß wieder alles ab. Sind wir auf dem Dach? Nicht so geplant. Ja, nee, so war es ja wirklich nicht geplant. Also nicht von uns, von Shinra sehr wohl. Wenigstens die Kinder in Sicherheit bringen. Wir sollten die Kinder in Sicherheit bringen. Nein. Hä, was? Wie bitte? Vater des Jahres, so. Wir sollten die Kinder in Sicherheit bringen. Nein. So, hier runter.
Okay, hier ist auch wieder zu. Wenn jetzt auch noch der Bahnhof dicht macht. Ne, bitte dabei nicht. Hat man Jahre an ihr gebaut. Krasse Stimmung hier, ne? Der Gesuchte darf nicht entkommen. Ah, okay. Da darf ich jetzt nicht hin, oder was? Hier sind also auch schon Wachen. Nee, da möchte Cloud nicht lang gehen. Gut. Beim Reaktor soll's echt schlimm aussehen. Dann gibt's ja nur noch diesen einen Weg. Niemanden beschützen. Nicht mal dich selbst. Alles in Ordnung? Hey, alles in Ordnung? Ja. Hier, für dich. Hä? Eine Blume? Ja, als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich ist sie umsonst. Hä? Die Blume steht für... ein Wiedersehen. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Ah, du hast wohl ab, das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Das könnte euch so passen. Ich bin bereit. Jetzt bin ich dran. Weiter geht's. Boah, das macht so Bock, ne? Ach man, da war sie mal kurz. Oh, die haben sie so süß gemacht, ne? Stehen bleiben! Nö! Genau, keine große Sache. Hier ist auch dicht, aber hier ist auch keine Kiste, nichts mehr, ne?
Ja, von da bin ich gekommen, ja. Oh, sorry für den kurzen Cut. Aber es hat immer Gründe, wenn ich solche Schnitte mache. Tut mir leid. Ja, das ist die Gasse jetzt, wo Elvis verschwunden ist. Der kann ich also nicht hinterher. Da ist zu. Haltet die Augen offen. Er kann noch nicht weit gekommen sein. Ja. Schade. Und dann nehmen wir die Materie hier noch mit. Und dann gehen wir mal den Weg, den wir gehen sollen. Da bist du ja. Haben wir dich endlich. Da, wo die Feinde sind. Bist du ruhig? Alte Pizza. Weiter geht's. Oh. Was liegt denn da? Noch eine. Ein großer Platz. Gasse. Ja, ich soll jetzt zum Bahnhof, also gehe ich erstmal in die kleine Straße hier. Na komm, hau mal ordentlich was rein. Ja, sehr schön. Na, ah, guck mal, das hat sich doch gelohnt. Kraftreif, warte mal, lass mich mal eben kurz gucken. Wo war's? Sehr. Doch, ist doch hier, warte mal. Da ist er doch, genau. Ja, cool. Dann kann ich ja direkt anlegen. Habe ich ein bisschen mehr Power noch. Oh, perfekt. So, dann können wir jetzt auch schön zum Bahnhof gehen. Das wäre ein großer Platz. Hm. Das war ja klar. Die haben den Brunnen kaputt gemacht. Hubschrauber. Eindeutig ein Heli. Ach, jetzt kommen die auch wieder. Lass die nicht entkommen! Endstation! Mhm, das sehe ich nicht. Ich würde mal gerne hier gucken, so ein bisschen.
mich ja gar nicht in Ruhe umschauen. Noch irgendwer hier. Darf ich jetzt mal... Bitte, bitte. Ja. Tote Ecke, tote Ecke. Na, das lohnt sich ja mal gar nicht, hier rumzugucken. Soll ich mich mal heilen? Frontalangriff ist zu gefährlich. Ob es sonst noch einen Weg gibt? Ich gehe am besten über die Dächer. Ja, klar. Fliegt ja nur der Heli da rum. Warum nicht? Der hat uns ja nicht ständig im Blick. Oben ist es wohl am sichersten. Ja gut, wenn er das sagt. Ein paar Kisten noch. Naja gut, immerhin. Heiltrank gekriegt. Ich räume erstmal auf hier, ne? Nee, weil hier ist, ja, außer ein paar Kisten so mit Heiltränken und hier und da, ja, ist nicht wirklich viel. Naja gut, aber besser als nichts. Haben sie den schönen Brunnen kaputt gemacht, ey, also. Daneben. So, Dach und nu. Der Gesuchte bewegt sich offenbar in Richtung Wohnviertel. Regelt alle Zugänge ab. Ja, das war doch jetzt klar, oder nicht? Da drüben ist der Mistkerl. Darf keine Zeit verlieren. Aber so viel Zeit muss sein. Oh, noch ein besserer Reif. Wir werden immer stärker. So, jetzt wieder abwärts. Ja, ich muss ja irgendwie mal zum Zug kommen, ne? Autsch, autsch, autsch. Na dann. Wie komme ich denn zum Zug, bitte schön? Kann mir das einer sagen hier? Kein Entkommen. Hallo Sie. Können Sie mir sagen, wie ich zum Zug komme? Ne, anscheinend nicht. Der Gesuchte ist in das Wohnviertel eingedrungen. Verriegel die Ausgänge und schick schnell Verstärkung. Oh, diese Petze die ganze Zeit, ey. Ich hab doch Zug gehört. Guck mal hier. Da ist der blöde Heli. Da sind die Gleise. Aha. Jetzt muss ich nur noch meinen Zug kriegen. Im Gefecht mit Zielperson! Woher kommst du? Ah ja. Wenn du das sagst. Mhm. Alles klar. Erstmal gucken wieder hier. Oh, Fahrrad. Zielperson entdeckt. Leiten Angriff ein. Ja, lass mich doch erstmal gucken hier.
natürlich noch irgendwo was Schönes ist. Oh Gott. Jetzt habe ich aber volle Aufmerksamkeit. Ups. Komme ich zu euch? Moment. Jetzt muss ich mal erst hier noch gucken. Noch ein Fahrrad. Ja gut. Der drängelt sich vor. Los geht's. Aha, eine Kiste wenigstens. Jetzt komme ich da nicht ran wegen den da. Er klaut, das geht so nicht. Hat er mir noch Granaten im Hinterhalt? Ja, so, jetzt bist du dran. So. So, jetzt darf ich aber. An die Kiste. Ein Äther für später. Juhu. Nur den Rest auch noch. Ja, es verdichtet sich. Es sind auch noch ein paar Kisten. Leider mit Null drin. Nix, niente, nada. So, du raffinierter Bursche. Wir wissen ganz genau, wo du dich aufhältst. Kein Durchgang. Gib dich auf der Hinterhand. Fährt der Zug. War aber jetzt nicht meiner, ne? Ja, dann greif an, komm her. Halt immer mehr, ne? So, von mir aus. Könnte ich jetzt Zug fahren? Oh oh. Na dann noch einmal. Sektor 8, Chor 2. Wir haben den Mann.
Festnahme folgt. Hey, wo hast du das? Ja. Cloud, wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Dich wohl vor der Arbeit drücken, was? Shinra war uns auf den Fersen, also habe ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was habe ich gesagt? Ja. Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Draußen waren unsichtbare Wesen. Wie Geister in langen Roben. Berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Ganz schön voll. Ja, allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Aufgrund des Störfalls in Makro-Reaktor 1 kommt es auf dieser Strecke derzeit zu Ausfällen und Verspätungen. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.